Insgesamt funktioniert das schon gut. Man merkt halt nur, dass es noch einfach Spielmechaniken von vor langer Zeit sind. Aus dem letzten Jahrtausend und so. Man merkt, dass das hier nicht komplett frisch und neu ist. Ach Gottchen. Aber ich meine, insgesamt gesehen funktioniert es sehr gut, dass sie halt überhaupt automatisch angreifen und sich Stellen suchen, die vielleicht sinnvoll sind anzugreifen. Das ist schon sehr sinnvoll. Und geht. So, die sind genug geheilt. Hier, kommen wir hoch. Guck mal, die laufen einfach mal durch mein Land durch hier. Also, mein Land. Das Land der Gegner, was ich mir angeeignet habe. Hier müsste ich überall Bogenschützen draufschmeißen. Dann würden die hier, glaube ich, ziemlich fix sterben. Können wir eigentlich mal machen. Dann zum Angreifen sind die ziemliche Murks. Bogenschützen, Bogenschützen. Bogen. Bogen. Bogen? Gehen Bogen. Ja, das passt schon. Bleibt bei dem Gebäude. Nicht, dass wir das jetzt verlieren. Also indirekt. Hier, kommen, ihr dürft da mal was machen. Jetzt wollen sie zu mir, ne? Folge meine Typen. Aufwertung. Ich hau mal wieder hier die Einheitenproduktion ran. Da, bitteschön. Meinetwegen können sie... Wobei, ne, da oben sollen sie nicht. Was ist da los? Hier unten greifen sie an. Frechheit. Sauerei. Fies. Komische Typen. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Das haben sie sich jetzt wieder zurückerobert? Das sieht sehr interessant aus. Was sie da gemacht haben. Hier kommt's. Das will ich wieder haben. Treffen sie da? Das hat getroffen. Das hat tatsächlich getroffen. Also dann, wenn es optisch auch trifft, dann trifft es auch intern quasi. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Noch mehr Leute. Ich lasse sie einfach mal da. Ich glaube, ich werde gerade zu überheblich, aber ich meine, sind wir mal so ehrlich. Ich denke mal, es sollte funktionieren. Mit diesen ganzen Sachen hier. Da, bitte schön angreifen. Meine Gegner hat zwar ordentlich Nachschub, das muss man ihm mir lassen, weil so eindeutig ist es tatsächlich nicht. Ah, der hat schon ordentlich Nachschub, vor allem der hat hier jetzt seine ganzen gut ausgebildeten Leute. Wobei wir die halt auch so langsam bekommen, wenn ich die da hinterher schicke. Sollte wohl passen. Ich denke mal, wenn wir das hier oben alles eingenommen haben, da steht noch Krempel rum, was ist das denn? Da müsste ein Turm sein. Hier kommen, die kommen wir wieder nach unten hier. Die sind zwar alle ziemlich angeschlagen. Ich glaube, die sollten hier oben reichen. Doch, das läuft super. Ja, doch, das wird knapp hier. Es wird knapp. Im Sinne von, wir werden sterben. Man sieht, wie lange die brauchen, bis sie mal irgendwie durch die Gegend geschaukelt kommen hier. Ja, wobei, das geht, geht, das geht. Wir haben die Überhand. Das geht. 25% sind jetzt hier. Huh. Ja, sehr gut. Da müsste noch einer sein. Wow, noch mehr Kohle. Die brauchen wir total gerade mal. Nee, aber ist ja schön, wenn sie uns die geben wollen. Da bin ich auch immer sehr dafür. Ja, das passt. Hier sind genügend Nahkämpfer noch, dass wir die da rausscheuchen können. Es geht. Und wir bringen immer mehr Waffen an hier. Vor allem, wir haben noch immer einen ganzen Schwung. 21 Schwerter, 18 Bögen, 4 Speere haben wir immer noch über. Das heißt, die könnten theoretisch, wenn sie denn Lust hätten, alle dahin latschen und was machen. Haben sie nur keine Lust zu. Ich mache es hier oben auch nochmal an. So. Hier, da kommen mal die ordentlichen Leute. Da ist noch ein Turm. Was machen die denn hier? Voll die gierigen Typen. Ja, das ist wieder unseres, ist schön. Mittlerweile ist die Ordnung in meinen Einheitentrupps hier komplett murks. Von wegen, welche auf welcher Taste jetzt sind.
Aber ich glaube, in diesem Spiel ist es auch nicht ganz so wichtig. Da hat man irgendwie sowieso meistens alle Einheiten gleichzeitig markiert und geht damit dann durch die Gegend und sowas. Man kann natürlich ein bisschen taktischer wahrscheinlich vorgehen, von wegen, ja, dass man sich dann die ganzen Bogenschützen auf eine Taste legt, dass man die immer im Hintergrund halten kann und sowas. Ja, kann man machen. Habe ich gerade mal nicht so das Interesse dran. So, die können mal hingehen und gucken, dass da nichts ist. Gucken, dass da keine Rümpel sind. Ah, ich müsste die alle mal heilen hier. Die sterben mir sonst weg. Aber gleichzeitig passt es ja so ja auch. So, ich glaube, die Einheiten können immer nur in einer Gruppe sein. Genau, deswegen habe ich zum Beispiel meine Nummer 2 gerade mal verloren, weil da einfach mal niemand mehr drin ist. Ja, sieht aber ganz gut aus. Hier oben. Die können wir alle mit nach unten kommen hier. Das passt schon. So, ich weiß nicht, was der Gegner macht, ehrlich gesagt. Wir können mal ein bisschen gucken, vielleicht. Das wäre sehr schön im Sinne von... Guck mal, wie viele Schweine hier rumstehen, das ist furchtbar. Die haben viel zu viel zu essen hier. Ein Wunder, dass die Minenarbeiter nicht so dick sind, dass sie ständig im Stollen hängen bleiben. Das wäre interessant und ein bisschen seltsam. Da haben sie den ganzen Berg Gold stehen. Also die machen schon ein bisschen was. Ach Gottchen. Okay. Ja. Spannend, spannend. Wobei die nicht so viele Einheiten haben, ne? Die haben zwar hier alles vollgeworfen in den Gebäuden, aber auch die sahen nicht so besonders hoch ausgebildet aus. Vielleicht sind es Naturtalente, vielleicht brauchen die keine Ausbildung. Aber so die überzeugenden Kampfmächte waren das jetzt nicht. Ach Gottchen. So viele Leute. Vor allem, die brauchen Ewigkeiten, bis sie da unten sind. Aufwertung 43%. Die letzte geht dann ja wieder schnell. Warum auch immer sie da diesen Schritt gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie einfach sich gesagt haben, komm, 200 Weinfläschchen braucht man für insgesamt die komplette Aufwertung. Und am Ende war einfach mal der Bruchteil da nicht mehr so passend. Dann wären das über 200 gewesen und haben sie sich halt gedacht, ach komm hier, machen wir es anders. Sind wir mal großzügig hier. Wenn du alles sowieso schon aufgewertet hast, dann ja, dann passt der Rest auch schon. Vielleicht war das so, ich weiß es nicht genau. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und man muss halt sagen, an so ein paar Stellen haben sich die Spiele schon verändert, an ein paar halt überhaupt nicht. Gefühlt. Ich meine, das Prinzip hier mit den ganzen Warenketten und diese ganzen Krams hier, das ist, ich glaube, das ist alles ziemlich ähnlich geblieben. Das gibt es bei anderen Sachen ja auch. Wobei ist, ja, ich weiß nicht, bei den Siedlerteilen, ich habe die letzten Siedlerteile halt nicht gespielt. Teil 6 und Teil 7. Und ich bin mal sehr gespannt, sollte da nicht ein Teil 8 kommen? Oder so, ich hab leider den Überblick verloren. Ein bisschen sehr, deswegen kann ich da gerade mal nichts zu sagen. Aber ich denke mal, wenn der rauskommt, werde ich mir den auch genauer anschauen. Ach, da sind Leute nicht markiert in Grüppchen. Z ist ja not sehr vertretbar hier. So. Da sind so unterwegs. Ich glaube, das sollte reichen, ne, um da anzugreifen. Ich werde mal spontan speichern. Forms. Sind zwar alle halbwegs angeschlagen, aber ich denke mal, das sollte gehen. Da eine Gruppe hin. Da eine Gruppe und da eine Gruppe. Die kommen ruhig alle auf den gleichen Punkt. Wobei wir eigentlich direkt hier unten eingreifen können, ne? Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Es ist einfach ein ganzer Schwung, der da angeprügelt kommt. Wahrscheinlich so ein paar können dann einfach mal hier... dahin gehen. Flops. Das wird hoffentlich schön. Wobei die ganzen guten Einheiten, die aufgewerteten Einheiten, die kommen ja erst noch, ne? Die sind ja hier alle noch unterwegs. Eigentlich bin ich wieder zu voreilig, aber ich habe keine Lust, jetzt hier noch eine halbe Stunde rumzustehen und nichts zu machen.
Ach, guck mal, das ging fix. Das ging wirklich schnell. Dann können sie dann mal nach links gehen. Da, bitteschön. Nicht euch zu lange aufhalten hier. Nein, ah oh, gut, doch, ihr könnt da ruhig bleiben. Wahrscheinlich, ich befürchte mal, der bekehrt uns, ne? Der Gegner. Dass der ein gewisses Maß der Bekehrung hier als Effekt sich bereithält. Wie kommen wir da hin? Die können sowieso nicht alle aufs gleiche Gebäude gehen. Da können immer nur zwei vorne kämpfen und das war's dann. Ich meine, das ist auch schon mal eine sehr schöne Sache, dass man wirklich 2 zu 1 kämpft hier. Zwei Leute, die vor der Tür stehen, gegen einer, der in der Tür steht. Das heißt, die Chancen sind so ein bisschen größer für einen als Angreifer. Das war ja bei Siedler 2 so, dass man da immer 1 zu 1 gekämpft hat vor der Tür. Und das sind da stellenweise doch, wenn der eine Krieger ein bisschen besser ist, dann doch das Verhältnis doch sehr zugunsten des besseren Kriegers ging. Ich meine, klar, ne, dafür bildet man die ja aus, dafür sorgt man ja, dass die ordentlich aufsteigen und sowas. Aber mal so gesehen, das macht so ein bisschen spannender hier. Wobei man hier halt auch sagen kann, dass mit dem Bogenschützen schon wieder komplett der Spieß umgedreht worden ist, zugunsten des Verteidigenden. Weil wenn man die Gebäude entsprechend strategisch halbwegs intelligent aufstellt, dann kann man gut die Gebäude verteidigen gegenseitig, ohne überhaupt Verluste zu haben. Das ist schon echt, vom Prinzip her ist das schon echt schön gemacht hier. Vor diesen ganzen Kriegsmechaniken. Das ist letztendlich ja die große Veränderung zum zweiten Teil, weil im zweiten Teil wurde der ganze Krieg passiv geführt durch Gebäude und dass die Einheiten dann nicht direkt steuerbar sind, sondern über die Gebäude halt Angriffe gemacht werden können durch die Militärgebäude, die direkt an der... Ich wollte gerade sagen, Küste stehen, die an der, ne, an der Grenze stehen. Und hier kann man halt direkt selber steuern und vor allem sich freier bewegen. Und da merkt man schon, dass das ein Unterschied ist. Ich meine, die ganzen Warengeschichten sind hier im Prinzip sehr ähnlich wie beim zweiten Teil auch. Natürlich, der ganze Warentransport ist ein anderer. Aber gut, das System mit den Wegen, mit den kleinen Wegen und dann zwischen den Fähnchen immer hin und her gehen und die Waren transportieren. Man hat sehr schnell gemerkt, dass es ziemliche Schwächen hat. Von daher ist es schon ganz gut so. Und wir haben 94% offensiv, weil wir alles Gold hier haben. Oder fast alles. Das ist zumindest eine ganze Menge. Ich behaupte mal, wir haben gewonnen. So ein bisschen. Ich will nicht zu voreilig sein, aber der Gegner hat halt gar nichts mehr. Der hat zwar noch ein paar Minen, aber der hat... Ja, der hat sogar noch ein Schwert, aber der hat halt sonst hat er halt gar nichts mehr. Da müssen wir mal so ehrlich sein. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Ich denke mal, dass ich dann relativ... Ja gut, wenn ich mal so auf die Uhr schaue, so ewig lang haben wir für die Mission jetzt nicht gebraucht, ne? Wie gesagt, das ist immer dieser Punkt, wo die Armee, die eigene Armee oder die eigene Wirtschaft so stark ist, dass man schneller vorankommt als der Gegner. Oder dass man die gegnerische Armee halt plätten kann. Und sobald eigentlich einmal ein großer Kampf stattgefunden hat und eine Armee beseitigt ist, dann ist es auch sehr schwer, sich wieder zu erholen. Bevor der Gegner... Also im Prinzip, man muss sich ja schneller erholen, als der Gegner sich verstärken kann. Weil der Gegner hat ja noch Einheiten und man selber hat keine und müsste den quasi überholen. Das ist der schwierige Teil. Deswegen, sobald man eigentlich einen Kampf richtig verloren hat, alles verloren hat in einem Kampf, ist eigentlich sehr schwer, da wieder ran zu kommen. So viele Einheiten hier. Aufwertung ist auch schon bald wieder. Es sind immer noch so viele Leute hier. Hab ich überhaupt noch Waffen? Ich habe immer noch Waffen, die in der Gegend rumliegen. Wahrscheinlich sind die mittlerweile alle hier unten irgendwo. Ja, nicht alle. Doch, da liegen Bögen und sowas rum. Ja, lauf mal durch hier, ne? Wäre mal ganz nett. Da auch nochmal. Sehr schön. Im Prinzip wäre es jetzt schön, wenn der Gegner sagt, hier komm, ich habe keine Chance mehr. Ich kann berechnen, dass ich, egal was ich tue, einfach keine Chance mehr habe, weil der andere einfach mal 30 mal so viele Einheiten hat wie ich selber. Oder überhaupt... dass ich selbst überhaupt keine Einheiten mehr habe, dass ich dann auch keinen Nachschub bekomme,
Und dass es dann ein guter Moment zum Aufgeben wäre. Das passiert bei solchen Spielen leider nicht. Da gibt es die Siegbedingung und die muss erfüllt werden. Und dann passt das. Das letztendlich hier, die letzten paar Meter sind dann wirklich nur Schikane, dass man das dann mal halt macht, damit man es halt gemacht hat. Und dann zählt das auch. Ich könnte jetzt sagen, hier komm, Bombs vorspulen. Läuft. Weil es ist halt wirklich nicht mehr spannend. So, das heißt im Prinzip, ja, ja komm, durchgehen, soweit es geht. Bitte aufrücken, die anderen wollen auch noch Platz haben. Auch noch nach da unten. Da stehen auch noch welche rum. Hier stehen sie auch noch rum. Das passt schon. Bombs. Und... ach, guck mal, der hat sogar noch eine Armee. Das ist ja mal interessant. Nicht, dass das jetzt beeindruckend wäre. Aber es ist zumindest interessant. Dann hat der... dann war der vorher ein bisschen faul, sich zu verteidigen, glaube ich. Im Sinne von... bevor er den Rest seines Landes verloren hat, bevor er seine ganze Wirtschaft verloren hat. Weil hier unten, na gut, der hat noch einen ganzen Berg. Der hat sogar noch... der produziert auch Gold anscheinend. Wir haben 92% Kampfkraft. Boah. Warum auch immer das weniger geworden sind. Wahrscheinlich, weil der Gegner einfach mal nachproduziert hat. Das ist, glaube ich, der einzig sinnvolle Grund. Aber es wäre albern, wenn er aus dieser kleinen Menge heraus nochmal irgendwas reißen würde. Ich meine, ich behaupte mal, wir könnten hier so schnell irgendwas aufbauen. Wir haben hier so viele Waren. Wir haben alles. Wir haben selbst Essen ohne den ganzen Krempel. Als ob der da noch irgendeine Chance hat. Aber darum geht es hier nicht. So, einfach mal hier reinlatschen. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Wahrscheinlich, ich vermute mal, wir werden gewinnen. Ist nur eine Idee. Da kommen sie sogar noch alle nach. Also wir sind noch immer gut dabei. Und so viele Männchen auf einmal. Es war auch kein Wunder. Ich glaube, damals, sobald hier so viele Einheiten wirklich auf dem Bildschirm war. Und man kann noch viel, viel, viel mehr haben. Dass damals dann die Rechner auch so ein bisschen in die Knie gingen. Ich meine, das Spiel war für die Zeit wirklich hübsch. Und, naja, so viele Einheiten, so viele Animationen hier, so viele Sounds gleichzeitig. Damals waren auch noch Sounds ein Problem, dass wenn du zu viele Sounds abgespielt hast, dass dann tatsächlich der Rechner ein bisschen ausgelasteter wurde. Denkt sich heute auch keiner mehr. Aber in erster Linie halt hier das Optische. Und, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hübsch das Spiel aussieht, wenn man die Qualitätseinstellungen runterschraubt. Weil das kann man hier machen, das ist die höchste Einstellung hier. Ich glaube, dass die Animationen halt weniger werden und sowas. Also, es geht schon, dass es auch auf schwächeren Rechnern damals gelaufen hat. Aber es ist halt, ja. Es war trotzdem ein bisschen fordernd, soweit ich das in Erinnerung habe. Das sollten die einnehmen. Hier können sie dann weitergehen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da gleich für eine Sequenz kommt. Wahrscheinlich einfach nur irgendeine Hurra. Sie haben gewonnen. Hier, Gott ist wieder fit. Passt. Läuft. Hier, nächste Kampagne. Mal nicht zu früh freuen. Du hast die einfachste Kampagne von allen geschafft. Du hast noch ein bisschen was vor dir. Wahrscheinlich sowas. Ja, guck mal hier. Menschen auflaufen mit ordentlich Käse drauf. Na gut, es sind zwei Türme, ja. Ja, das passt schon. Ich könnte vorspulen. Will ich gerade mal nicht. Ich will diesen Moment des Triumphes vollkommen auskosten. Indem ich nicht hingucke. Haha. So, wo haben wir denn noch welche? Da sind noch welche. Wo sind die Kämpfer? Da sind die Kämpfer. Ne, im Prinzip dieses Bogenschützen da noch schnell wegprügeln. Ja, die machen ja nicht so wirklich was, ne? Die kämpfen ja, beseitigen ja nicht die Leute, die genau vor denen stehen. Das heißt, die können gar nicht aufhalten, dass sie zerschossen werden, dass sie kaputt gemacht werden. Von daher,
weiß nicht, ob die so wirklich, warum dann in dem Fall quasi nochmal, also bis auf Zeitschinderei, klar. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Gründe, warum die da noch alles vorhanden sein sollen. Warum ist da unten jemand? Das ist von den Gegnern, oder? Das sind das Spione oder was sind das? Wenn die so sinnlos in der Gegend herumeiern hier, ich glaube mal. Davon abgesehen, hurra, wir haben gewonnen. Schön. Da sind noch so ein paar Einheiten. Ja, sind noch so ein paar Einheiten. Ich hätte wirklich gerne Übersicht. Wow, Aufwertung, wie viele Einheiten ich eigentlich überhaupt habe jetzt hier. Ich glaube, das kann ich nicht sehen, ne? Ach, guck mal, das können wir doch alles sehen hier. Wobei, das ist die Produktion und nicht der Warenbestand. Wir haben lange nichts mehr produziert an Holz, weil wir lange nichts mehr gebaut haben. Oder Holz brauchten. Sind das pro Minute oder was ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt. Mir wird zu viel rumgeschrien hier. Schön. Guck mal, Gold ist immer schubweise. Da war das Lager voll. Neue Lager, passt schon. Ja. Werkzeuge wurden gar nicht gemacht. Essen ist halt auch sehr wenig. Ja, naja, schön. Und der Wein immer schubweise. Das ist auch interessant, weil die Felder entsprechend immer so ein bisschen gefüllt und so sind. Affen. Ja, ist schon spannend. Das war dann tatsächlich die Kampagne der Römer. Ich bin mal sehr gespannt. Wobei, ich will mal gucken hier. Die Lagerbestände. Oh, ach, guck mal. Siedlerstatistik. Kann ich doch sehen hier. Crazy, was man alles herausfindet. Ist ja unfassbar. 579 Wohnplätze haben wir hier. Das heißt, wir haben 302 arbeitende Leute. 255 Soldaten. Ja, das ist gut. Ich glaube ich. So, speichern einfach aus Prinzip. Und gucken, was passiert. Eine Übersicht. Wow. Wie nicht anders zu erwarten gewesen wäre. Diese drei Kisten ins Vorderschiff. Und beeilt euch. Die See wartet auf mich. Nicht die geringste. Er war ja immer schon der kleine Liebling von Konkyra. Die ganze Sache war von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Und hast du gesehen, wie arrogant er die ganze Zeit über gegrinst hat? Der Gauner hat doch tatsächlich versucht, das zu gewinnen. Das Universum anstreichen. Eine Schwachsinnsidee. Sollten wir jemals am Ende ankommen, können wir doch gleich vorne wieder anfangen. Höre ich da so etwas wie Kritik? Und was wäre denn? Habt ihr euch schon geeinigt, wer den Dreck von der Parade wegfegt? Ich hab mich gar nicht beklagt. Ich mag meine Arbeit. Halt's Maul und fang endlich an zu streichen. Ach Gottchen, ne? Wer denkt sich denn solche Sequenzen aus? Naja, Bluebein wahrscheinlich. Na, hier, die sind dafür verantwortlich und so. Ja, schöne Sache. Wir haben die Kampagne der Römer hinter uns gebracht. Als nächstes sind dann die Asiaten dran. Da bin ich sehr gespannt. Ich mochte die immer sehr gerne. Deswegen freue ich mich darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Die Siedler 3. Und das nächste Mal dann mit den Asiaten. Mal gucken, wie schwer das dann am Anfang wirklich losgeht. Weil ich denke mal, wir werden auch da erstmal ein bisschen einfachere Missionen bekommen, um uns erstmal an das Volk zu gewöhnen. Die sind zwar nicht wesentlich anders, aber ich denke mal, das wird so sein. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier. Adieu und tschüss.